Hey, schicken wir nicht Wonder sogar nach, hier, wie heißt das Land? Amerika? Oh no, der kann nicht mal gegen mich gewinnen und wir schicken den nach Amerika. Eieieiei. Who's that Pokémon? No way for you! Warum machen ein paar große Streamer nicht einen eigenen Dienst auf und maximieren den Eigengewinn wieder? Eine Plattform wie Twitch zu haben, zu bespielen, die Serverleistung, die Mitarbeiter, die Kommerzialisierung, die Reichweite, das ist nicht was, was du einfach so schnippst und es ist da. Die einzige wirkliche Konkurrenz, die es überhaupt gibt, ist YouTube. Meine Grundidee ist, es war einfach jetzt lange Zeit zu gut. Ich habe damit gerechnet. Natürlich sagt's, Leute, ne, jeder von euch wird wissen, wenn einem in einem Jahr 50% seines Gehalts gekürzt wird, sagt, ne? Aber wenn man mit seinem Hobby, mit seiner Leidenschaft Geld verdienen kann und in dem Volumen, dann sollte man nicht zu butthurt sein. Und es ist, wie gesagt, es war eine Frage der Zeit und in meinen Augen ist alles gut. Ich finde es auch schön, dass sie mittelgroße und kleinere Streamer nicht punishen mit der Regelung und noch irgendwas. Am Ende des Tages, ne, da kommen dann wieder andere Leute und erklären, ja, aber die Plattform hat 90-10 und die hat 70-30 Share. Ja, aber die haben alle kein Twitch Prime. Twitch Prime ist 80-90% von einem Einkommen von einem großen Streamer. Like, das ist immer so, die Leute, wie soll ich das sagen? Die Leute, die sind jetzt einfach sauer, aber am Ende des Tages muss man halt einfach... Man muss halt auch ehrlich sein, dass wir halt einfach wahnsinniges Glück hatten, dass wir jetzt diese voll ausgezahlten Twitch Prime Jahre mitgemacht und erlebt haben, wisst ihr? Und so richtig, also richtig sauer sein, finde ich, kann man da eigentlich nicht. Ist meine Meinung, ne? Wenn sich halt Leute was Größeres aufgebaut haben und jetzt halt in finanzielle Engpasse kommen oder also Angestellte nicht mehr, das ist natürlich blöd, aber ist auch schlecht dann gemanagt, ne, am Ende des Tages. Also ich finde das alles nicht so schlimm, mein Gott. Inwiefern ändert sich da jetzt was bei dir? Ich kriege einfach weniger Geld. Der Grund dafür ist die Kosten von dem Subscriber-System, natürlich für Twitch, für Amazon. Sie wollen die Leute dazu bringen, mehr Werbung zu schalten. Das heißt, die schaffen immer mehr Initiative für Werbung. Darum geht es ihnen. Immer mehr Initiative für, um als Creator dein Geld über Werbung zu verdienen. Weil viel Geld, weniger Geld zu bekommen, ist immer noch viel. Ja, genau. So sehe ich das auch ein bisschen. Das ist ungefähr sehr vereinfacht dargestellt. Ich bin da jetzt nicht so super sauer. Ich bin einfach froh, dabei zu sein und hier meinem Hobby ausleben zu dürfen, ehrlich gesagt. Das ist halt die Frage, was sie jetzt mit diesem Geld machen, ne? Weil da geht es ja dann schon über die Plattform, geht es natürlich um Millionen da, ne? Ich bin mal gespannt, was sie mit diesem Geld machen, ob sie das reinvestieren, ob sie vielleicht Lizenzen kaufen, also so Musiklizenzen für die Plattform, ob sie vielleicht was für kleine und mittelgroße Streamer machen. Das wäre sehr interessant, was jetzt halt mit dem Geld passiert. Und ob sie vielleicht ein bisschen, also neue Mitarbeiter anstellen und halt ein bisschen aufstocken. Neue Yacht für den CEO, davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen, würde ich sagen. Actually hat er mich gerade komplett hops genommen bei dem Trade, by the way. War jetzt nicht so cool. Wenn er mich einmal gut trifft, bin ich aber tot, ne? Dieser Auto, wie klatscht denn der rein? Hätte ich ihn vielleicht aber töten können gerade, da ist er zu weit vorgegangen, glaube ich. Wir können ihn actually nicht bewesen, by the way. Sehr wichtig, dass wir hier nicht sterben auf die Wave. Oh mein Gott, bin ich am Ende gerade mit Last Hits. Nein! Okay, puh, gerettet nochmal die zwei. Ich kann schon verstehen, dass, ich kann schon verstehen, dass viele Creator empört sind darüber. Na klar kann ich das verstehen. Ja. Ja, das mit dem Slot-Maschinen-Bann liest sich sehr, sehr cool. Aber es ist noch sehr unklar, was das in der Ausführung überhaupt bedeutet bisher. Das ist das große Problem. Was das überhaupt bedeutet, ist sehr, sehr unklar gerade. Das ist ja eins von diesen großen Risiken, die du halt als Content-Creator hast. Weil in einem Moment ist alles klasse und toll, aber das kann sich halt, also, das liegt halt nicht in deiner Gewalt, ob das so bleibt oder nicht. Ja, ich glaube, so kann man das eigentlich ganz gut sagen. Das ist halt absolut nicht in deiner Gewalt, was da passiert. Weiß ich nicht, ob mich da gekillt hätte. Gleichzeitiger Stream auf mehreren Plattformen als Backup. Das ist aktuell noch... Also du müsst halt deinen Partnervertrag dafür kündigen. Aber ja, dann kannst du das machen, ja. Boah, ist das schwer zu spielen, ne? Das ist einfach Auto-Attacken, wenn ein Champion unsichtbar gehen kann. Ist schon nicht so geil. Ich kann sie ulten und igniten, wenn er möchte.
nicht gleiten sollen noch, na, scheiße. Weil die hätte Brawlers auch noch gehabt. Ich hätte auch rausschwingen können am Anfang tatsächlich. Freezet nicht, dann ist alles gut. Die Freezet, ne? Natürlich Freezet. Ein guter Jungler. Ja, dein braver Jungler. Okay, aber es läuft ganz gut hier gegen Mr. Wonder auf der Double Lane. Und Nico, ich würde sagen, dass wir besser scalen sollten hinten raus, ne? Sollte Wonder sein. Das ist ein sehr, sehr big kill für uns. Das Problem, das wir haben, ist halt, wenn die Rek'Sai hier ist, dann sind wir befürchte ich einfach instant tot, ne? Ich kann nicht mal den Tunnel wirklich klären. Wonder Nick ist halt auch ein anderes Level. Ich meine, der steht 0-2, der ist jetzt nicht so gefährlich. Ne, ist jetzt gar nicht mal so gefährlich, würde ich sagen. Ich hasse das mit den G-Tasten so sehr, ne? Jetzt haben wir unsere Platte verteidigt. Wenn wir jetzt gleich einen Solo-Kill kriegen auf ihn, ist alles gut. Oh, ein Big Boy. Einer Solo-Kill auf Mr. Wonder. Die Rek'Sai ist zu sehen hier. Das heißt, wir werden jetzt hier einen YOLO-Outpush auf diese Wave machen und hoffen, dass wir noch... Oh, nice, der geht Mitte. Sehr gut, sehr gut. Wir haben bloß keine Bart-Ult, was nicht ganz so gut ist. Wir können hier kurz Mitte rein rotieren. Eigentlich ist das überhaupt nicht sehr gut. Wir verlieren einen kompletten Turret. Ich stelle auch den Turret hin. Ein bisschen risky. Wenn die Rek'Sai hier ist, haben wir ein bisschen ein Problem. 0-3. Jetzt schicken wir nicht Wonder sogar nach, hier, wie heißt das Land? Amerika? Oh no, der kann nicht mal gegen mich gewinnen und wir schicken den nach Amerika. Eieieiei. You activated my trap card, Pflege! Wollen wir den Sturm-Radform-Match? Ja, sehr gut. Können wir für die Rapid-Feuer-Kanone als nächstes gehen? Das ist mein Lieblings-Item. Boing. Erupt. Kann er fangen? Ja, schön. Lass uns kurz noch die Sender sneaken, oder? Gut, gut, kleiner Sinnermin. Yes! Oh, gib mir. Oh, ich bin sowas von super duper tot. Das ist noch ein Kuh, muss ich noch dodgen, ja. Wisst ihr, was wir noch kriegen? Die ganze Welt. Wie useless ist denn Nico? Sein. Wenn wir den am liebsten finden, kommt er gerade von der Wiesn, dann hoffen wir mal für die europäischen Chancen bei der World. Weil in Berlin ist die Wiesn nicht so groß, gleich. Die kommen, habe ich schon mal gesehen, Kollege. Ja, das muss uns aber reichen, ja. Ich liebe diesen Bild so sehr, ne? Weil du gehst einfach hin und dann machst du den hier. Und dann dashst du raus. Und dann piekst du da nochmal so rein. Und dann bist du tot, weil du geimpft hast. Ah, deswegen liebe ich den Bild so sehr. So clean das Game. Let's go! Woo!
Spiegelbettplate kriegen die. Da reicht's nicht mal fürs GG, ne? Wie fühlt ihr euch so für morgen? Terrible. Ich bin in der schlechtesten Verfassung seit mindestens 2 Wochen. Ich inter eigentlich jedes Game. Ich kann eigentlich nur noch einen Champion spielen. Und den nicht mal richtig. Ich muss mich nachts in den Schlaf weinen. Okay, wen auch noch welcher? Nehmen wir mal Mucho Jutt, die alte Legende. Hey, most damage im Game, ha? Wo sind jetzt die Akshan-Hater? Ha? Schaut mal hier! Ich hab den größten Grafen.